Die Hauptstadt von Kanada. Die Hauptstadt von Kanada, das müsste Toronto sein. Oh, Ottawa. Ottawa, okay. Du merkst schon, heute geht es um das Thema Fehler machen. Fehler machen beim Lernen, egal ob du jetzt lernst oder ob du mit deinen Kindern lernst. Fehler machen ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Fehler machen und im gleichen Zug dann korrektes Feedback zu bekommen, kann dein Lernerfolg sogar um bis zu 25% steigern. Ja? Die Wissenschaft nennt es den Hypercorrection-Effekt. Und dabei geht es darum, dass dein Gehirn ja durch den Rateversuch sich sehr anstrengt und wenn dann das Feedback kommt, dass das nicht stimmt, sondern eben eine andere Lösung korrekt wäre, dann ist es für dein Gehirn so eine Art Aha-Moment, ja? Und dieser Aha-Moment, der löst in deinem Gehirn einen kleinen Alarm aus, ja? Und dieser Alarm versetzt dein Gehirn in eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und dadurch ist dein Gehirn viel mehr bereit, die korrekte Lösung zu verankern. Dieser Mini-Alarm verursacht sogar zusätzlich so einen kleinen emotionalen Moment in deinem Gehirn, ja. Und wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, dass Emotionen beim Lernen essentiell sind, ja. Und durch diesen emotionalen Moment wird dann die korrekte Lösung sogar noch tiefer verankert. Also wenn du das nächste Mal lernst oder mit deinen Kindern gemeinsam lernst, achte mal darauf und probier das einfach mal aus. Vielleicht noch zwei Tipps dazu. Der erste Tipp ist natürlich, das korrekte Feedback muss sofort kommen und auch in einer gewissen Form, dass das Gehirn nicht gestresst ist, also nicht schreien oder irgendwas, ja, sondern sachlich neutrales Feedback geben. Und der zweite Tipp ist, achte darauf oder achte auch, dass dein Kind bei dem Rateversuch wirklich versucht zu raten und sich hier schon anstrengt, weil dadurch ist das Gehirn schon beim Raten in einem Zustand der erhöhten Aufmerksamkeit und dadurch ist dieser Hypercorrection-Effekt dann nochmal drastischer und funktioniert deutlich besser. Und auch je näher der Rateversuch am eigentlichen Ergebnis oder an der korrekten Lösung ist, umso besser funktioniert das Ganze. Also, bin gespannt, was du sagst und viel Spaß damit.